Dann beginnen wir mit der ersten Komponente, mit der Core-Komponente des COE Starter Kits. Zunächst, die Core-Komponente bildet eigentlich den Kern der Einrichtung des COE Starter Kits. Die darin enthaltenen Flows synchronisieren alle Ressourcen in Dataverse-Tabellen, also Dataverse als Datenbank im Hintergrund der Power-Plattform. Da sind eben verschiedenste Tabellen für mich in der Core-Komponente vordefiniert, wo dann meine Flows auch in der Core-Komponente enthalten. Die ganzen Informationen, die Details zu Apps, zu Flows, zu Makern, zu Power Virtual Agents, zu Chatbots in diese Tabellen hineinschreiben und dadurch die Objekte synchronisieren und aktuell halten. Und das ist, ich habe es glaube ich schon gesagt, aber ich finde es einfach so interessant, ja, oder so faszinierend, dass ich für die Power Plattform ein Administrations- und Governance-Tool habe, das Informationen über die Verwendung der Power Plattform in der Power Plattform abspeichert. Das ist super, ja, und genau das passiert hier ja an der Stelle. Exakt. Mir bietet die Core-Komponente ganz allgemein einen holistischen Überblick über meine Apps, über meine Flows, über meine Chatbots mit dem Power BI Dashboard, das wir später auch nochmal in Gänze vorstellen. Und natürlich die Core-Komponente für mich als Administrator erleichtert mir meine täglichen Admin-Tasks mit beispielsweise dem DLP-Editor oder der Admin-Übersicht, also dem Admin-Command-Center, das ich auch gerne zunächst als erste App einmal vorstellen möchte. Kurz nochmal als Überblick oder als Visualisierung einmal Dataverse ganz zu oberst als Speicherort für meine Objekte, also für meine Apps, für meine Flows, für meine Chatbots, wo eben Tabellen oder Tabellen gespeichert sind, wo die Details wohnen, gespeichert sind eben, die ich dann in meinen Apps, seien es die Model-Driven Apps oder die Canvas Apps, darauf zugreifen können und darauf aufbauend mir eben meine administrativen Tätigkeiten bzw. meine Tätigkeiten, wenn ich etwas überblicksmäßig einblicken möchte, dann kann ich eben beispielsweise die Model-Driven App verwenden. Aber nicht nur für mich als Admin, sondern eben auch für meine Maker sind einige Apps vorhanden, die auch auf diese Dataverse-Tabellen zurückgreifen. Power Automate unterstützt mich oder das Center of Excellence als Team, indem verschiedenste Flows meine Objekte synchronisieren. Es gibt verschiedene Freigabeflows und andere Prozessflows, die mir die Erstellung beispielsweise von Environments erleichtern bzw. automatisieren. Und als letzte Teilkomponente noch Power BI, eben das Dashboard mit den verschiedensten Insights zu meinen Environments, zu meinen verschiedenen Objekten, zu meinen Apps, zu meinen Flows und so weiter. Da habe ich eben diesen schon eben mal angesprochenen holistischen Überblick noch einmal zentral in einem Power BI Dashboard. Wie gerade schon gesagt, ich beginne mit den Admin-Apps, also vor allem mit dem Admin-Command-Center. Das ist für mich als Administrator auch meine erste Anlaufstelle, wenn ich Apps auch aufrufen möchte, die für mich als Admin relevant sind. Beispielsweise der DLP-Editor, die Set-App-Permissions, also wie der Name schon sagt, erlaubt mir eben zum einen mal die Apps aufzufinden und auch die Änderung von Berechtigungen, ebenso wie der Set Flow Permission, die App, nur eben dann für die Flows statt für die Apps. Ich habe eine Model-Driven App, die Power Plattform, der Admin View, bietet mir eben den Zugriff auf die COE-Objekte, also diejenigen Objekte, die ich in meinen Tabellen synchronisiert habe. Und ein Admin Environment Request, wo ich eben Environments, die bei mir angefragt wurden, approven oder rejecten kann. Und da mir dann die Environments automatisch erstellt werden. Genug der Theorie.
Ich möchte euch gerne das mal kurz zeigen. Zum Beginn eben das Admin Command Center. Wie Sie hier sehen, habe ich hier die verschiedensten Apps, die in meinem CoE Starter Kit vorhanden sind. Hier einmal als Überblick über verschiedene Bookmarks. Diese Bookmarks kann ich natürlich auch bearbeiten. Wenn ich jetzt hier beispielsweise sage, ich hätte gerne als Admin immer einen Link gerne zu meinem Power BI Dashboard, dann kann ich das hier auch verlinken. Also mein CoE Dashboard verknüpfe hier eben dieses Dashboard, worüber wir dann im Nachgang noch sprechen werden. Füge hier einmal den Link dazu, sage, das Ganze ist Power BI, um den entsprechende Icon dann auch zu sehen. Hier kann ich noch spezifizieren, will ich es im Admin Center, im Admin Command Center oder auch im Maker Command Center sehen. Im Maker Command Center will ich es nicht sehen, sondern nur im Admin. Speichere das Ganze ab. Gehe nochmal zurück in die Übersicht zu meinen Bookmarks und sehe hier, voilà, das CoE Dashboard. Sobald ich da draufklicke, öffnet es mir meinen Report in dem Fall, also noch kein Dashboard für mich, da es noch nicht geteilt ist. Neben den Apps, neben den Bookmarks, die ich hier habe, habe ich auch einen Service Health, wo ich Flows mir angucken kann, die eben gefailed sind, kann mir hier die Details einmal aufrufen, kann den Flow dementsprechend abändern und wenn ich den Flow abgeändert habe, kann ich sagen, passt, ich habe den so geändert, dieser Fehler wird so nicht mehr auftauchen, bestätige den und habe dann eben sind mehr Flows aufgetaucht, als vorher drin waren. So, genau, ich bestätige hier die Fehler und die Fehler werden im Normalfall weniger statt mehr. Ich habe hier ein Message Center, sprich, da habe ich die neuesten Nachrichten vom Microsoft 365 Nachrichten Center. Nachrichten zur Power-Plattform, zur Power-Plattform-relevanten News sehe ich hier. Mhm. Auch die Release-Wave-Notizen oder die Neuerungen finde ich hier. Mhm. Ich habe hier die Möglichkeit, die Environment-Variablen anzupassen, einmal zentral. Ich kann Support-Tickets von meiner Admin-App aus auslösen. Mhm. Das war es aber jetzt. Doch, ist es schon. Ich kann hier auch Issues auf GitHub. Haben wir uns ja vorhin angesehen. Exakt. Cool. Also hier einmal die Issues direkt verknüpfen. Mhm. Microsoft Learn, hier unten Microsoft Learn, die admin-relevanten Learn-Unterlagen kann ich hier mir abrufen lassen und ich kann einmal zentral die E-Mail-Nachrichten im CoE Starter Kit bearbeiten, mir anzeigen lassen und aktualisieren. Klasse. Genau. Ha, das ist ja spannend. Also ich habe mit diesem Command und Admin Center habe ich die Möglichkeit, mir zum einen einen App-Katalog für mich zu bauen als Administrator bzw. als Center of Excellence und kann zentral die Anlaufstellen, die ich habe, um meine tägliche Arbeit zu verrichten und um die Adoption der Power-Plattform voranzutreiben und auch natürlich zu kontrollieren, die kann ich hier alle in dieser App verlinken. Genau. Und kann auch noch zum Beispiel dieses Dashboard hinzufügen, alle Ressourcen, die ich so benötige. Zum einen die natürlich im Center of Excellence Starter Kit enthalten sind. Genau. Aber auch wenn ich mir jetzt selber was baue, kann ich das natürlich auch mit aufnehmen. Exakt. In diese Bookmarks. Okay. Exakt. Coole Sache. Mhm. Ja. Und ist dann ja wirklich eine tolle Anlaufstelle für meine tägliche Arbeit als Administrator oder als Center of Excellence Teammitglied exakt, sozusagen. Exakt. Aha. Cool. Neben dem Admin Command Center, hatten Sie vielleicht vorhin in der Übersicht auch schon gesehen, sind eben noch weitere Administrator-Apps, die ich gerne vorstellen möchte. Die rufe ich doch direkt mal aus dem Admin Command Center auf. Zum einen wäre das der DLP Editor V2. Den finde ich, wenn ich ihn finde, hier rechts, also die DLPs, eben die Data Loss Prevention Policies, wie wir vorhin schon mal vorgestellt haben, kurz,
Hier beispielsweise fürs Center of Excellence habe ich eben zum Unterschied zum Power Platform Admin Center die Möglichkeit, Konnektoren von Business bzw. Non-Business in die jeweils andere Kategorie zu verschieben bzw. zu blocken. Also da ist die Funktionalität gleich der im Admin Center. Vielleicht ganz kurz, um das zu erklären, Michael, für die Personen, die bisher noch keine Berührungspunkte hatten mit der Data Loss Prevention Policy. Mhm. Haben wir ja schon angesprochen, ja, die helfen mir, Informationen sicher zu halten in meinem Unternehmen, ja, also eben den Datenabfluss zu verhindern. Und sie funktionieren so, dass ich meine verschiedenen Konnektoren, die ich habe, das sind ja 612 oder so im Moment, die es allein im Standard gibt, ja, plus Custom-Konnektoren, die in verschiedene Gruppen einzuordnen. Und ich könnte zum Beispiel sagen, ja, ich hatte vorhin dieses Beispiel mit dem ERP-System auf SAP-Basis oder was auch immer angesprochen. Ja, ich könnte sagen, mein SAP-System, das ist ein Business-System zum Beispiel. Und mein Twitter-Konnektor, der ist ein Nicht-Business-Konnektor. Das heißt, ich kann jetzt keine App erstellen oder keinen Flow erstellen, der sowohl auf SAP als auch auf Twitter zugreifen möchte. Ja, um zu verhindern, dass zum Beispiel die Daten dann aus SAP in Twitter landen. Und jetzt ist natürlich die Herausforderung, wenn ich so eine Data Loss Prevention Policy habe und ich habe bereits existierende Apps in meinem Unternehmen, wie gehe ich dann damit um? Ja? Exakt, beziehungsweise wie wirken sich Änderungen, die ich bei vorhandenen DLP Policies, bei vorhandenen Apps, bei vorhandenen Flows, wie wirken sie sich, die sich darauf aus? Mhm. Wenn ich hier beispielsweise sage, die Approve oder die Microsoft Dataverse, den Connector, den hätte ich gerne nicht mehr im Business, sondern in Non-Business. Sprich, ich darf jetzt meinen Dataverse Connector nicht mehr in Verbindung mit diesen anderen Konnektoren in Apps und Flows nutzen. Mhm. Und wenn ich jetzt hier auf Impact Analysis gehe, ja, okay, dann muss ich vermutlich doch einmal komplett durchgehen durch den Prozess. Einmal hier auf Next. Die Environments lasse ich so. Jetzt sehe ich hier die Apps und die Flows, die von meiner Änderung der DLP-Policy betroffen sind, kann dann auch meinen Nutzern bzw. meinen Ownern des jeweiligen Flows, der jeweiligen App benachrichtigen und kann sagen, hey, morgen ändere ich die DLP-Policy ab, das wäre ein bisschen kurzfristig. Nächste Woche, nächsten Monat hätte ich gerne die DLP-Policy geupdatet. Bitte sorg dafür, dass deine App dementsprechend im Nachgang immer noch funktioniert. Hier müsste dann der Dataverse-Connector eben ersetzt werden durch einen anderen Connector, um ja, weiterhin zu funktionieren. Dein DLP-Editor würde auch nicht mehr funktionieren, wenn du die Änderung machst. Das stimmt. Solltest du dir nochmal überlegen. Dann machen wir das lieber nicht, speichern wir lieber nicht. Aber was passiert denn, wenn du speicherst? Richtig, wenn ich nämlich speichere, also das ist hier kein reiner Anzeigemodus, sondern wenn ich tatsächlich speichere, wird auch entsprechend im Admin Center meine DLP-Policy auch geupdatet. Mhm. Also ein machtvolles Tool auch, nicht nur rein zum Überprüfen. Also um es nochmal zusammenzufassen, ja, diesen DLP-Editor V2 kann ich verwenden, wenn ich eine Data Loss Prevention Policy habe oder vielleicht auch eine neue erstelle. Und ich kann mir meine Konnektoren dann in diese verschiedenen Gruppen einsortieren. Ich kann übrigens Konnektoren auch komplett blocken. Exakt. Und wenn ich das mache, beziehungsweise bevor ich dann diese Policy live schalte, kann ich diese Impact Analysis durchführen, um festzustellen, welche App davon betroffen ist und dann nicht mehr so funktioniert und auch welcher Flow davon betroffen sind. Ja? Exakt. Und dann dementsprechend auch dem Owner benachrichtigen. Perfekt. Ja, das ist natürlich wirklich klasse und das funktioniert einfach aufgrund dessen, weil diese Informationen über die Apps, zum Beispiel auch welche Konnektoren sie nutzen, in Dataverse synchronisiert werden. Ja, deswegen habe ich diese Informationen dann so vorhanden, dass ich damit programmatisch umgehen kann. Genau. So viel zum DLP-Editor. Ich habe natürlich auch noch weitere administrative Apps, die ich nutzen kann. Beispielsweise die Set-App-Permission bzw. Set-Flow-Permission. Ich öffne jetzt hier mal die Set-Flow-Permissions. Da kann ich als Admin meine Apps anhand des App-Namens bzw. der Umgebung oder des Besitzernamens ermitteln. Kann dann
wenn ich hier beispielsweise meine Center of Excellence App oder beziehungsweise mein Environment öffne und dort gucke, wem ist die App Catalog freigegeben, sehe ich hier mich selbst als Owner und hier auch noch weitere Personen, kann die neue User hinzufügen, kann die User benachrichtigen, kann App-Settings bearbeiten und kann dort beispielsweise auch verwaiste Apps damit finden, also Apps, die keinen Owner mehr haben, beziehungsweise der Owner das Unternehmen verlassen hat, finde ich eben hier auch. Gleiches gilt natürlich auch für meine Flows, also Set App Permissions und Set Flow Permissions. Ich habe eine Model-Driven App als Administrator zur Verfügung. Entschuldigung, ganz kurz dazu noch. Ich glaube, das ist wirklich ein Tool, das sich viele Leute gewünscht haben. Ja, also das kenne ich aus der Erfahrung mit Kunden, ja, dass häufig einfach dieses Thema kommt, wie kann ich denn, oder häufig eine Anfrage von Kunden kommt, wie kann ich denn den Owner einer App zum Beispiel ändern, ja, weil die Person das Unternehmen verlassen hat oder die Abteilung gewechselt hat oder was auch immer, ja. Und damit kann ich das aus einer zentralen Perspektive machen. Ja. Das ist wirklich ein super Tool, ob ich den Rest des Center of Excellence nutze oder nicht. Allein das ist es eigentlich wert, dass ich diese Core-Komponente installiere. Exakt. Also und da dahinter steckt eben auch einer dieser Konnektoren, den du am Anfang vorgestellt hattest, mit dem ich eben das Center of Excellence bzw. die Power-Plattform administrieren kann. Genau, Entschuldigung, da war ich etwas voreilig. Neben den Canvas-Apps gibt es auch eine Model-Driven-App als Administrator, diese Power-Plattform AdminView-App, wo ich eben alle Objekte einmal anzeigen kann, wo ich Apps durchsuchen kann, die einmal mir die Details zu den Apps jeweils angucken kann und darauf aufbauend administrative Aufgaben, hier beispielsweise zu den einen Audit-Prozess auch hier oder meinen Governance-Prozess hier einmal durchlaufen kann, den du später bestimmt auch nochmal zeigen wirst. Richtig. Genau, also hier habe ich einmal diesen holistischen Überblick, den ich auch im COE-Dashboard zur Verfügung habe, habe ich hier auch nochmal in der Model-Driven-App. Und die letzte Komponente ist mein Environment-Request hier oben. Wie Sie hier sehen, ich habe auch hier eine Benachrichtigung, also einen ausstehenden Environment-Request. Den sieht man auch hier links, den Bobbel. Exakt. Also mir wird hier auch ich werde benachrichtigt, hey, in einer deiner Apps ist eine Aktion für dich, die ich durchführen sollte, könnte, müsste. Ich habe hier eine ausstehende Environment Creation Anfrage, hier zur Erstellung einer Stundenerfassungslösung. Ich kann mir hier mal angucken, was will denn derjenige mit dieser Lösung überhaupt anstellen? Welche Konnektoren hat er beauftragt oder möchte er nutzen? Wie lange möchte er die Umgebung nutzen? Also hier nach 90 Tagen wird die Umgebung auch dann gelöscht. Habe hier eben die Möglichkeit, das Ganze zu genehmigen bzw. abzulehnen. Und das Coole ist, wenn ich hier mit diesen Angaben hier konform gehe, wenn ich sage, ja, wir brauchen tatsächlich eine extra Umgebung für die Stundenerfassung und die Konnektoren, die der oder diejenige verwenden, passen auch so, klicke ich einmal auf Approve. Und dann? Und dann läuft ein Flow durch. Ein Environment wird automatisch erstellt. Ich wechsle mal kurz ins Admin Center und refreshe hier mal kurz den Tab. Und dann müsste eigentlich, wenn der Flow so flott ist, weil hier jawohl, ist schon der Banner. Stundenerfassung wurde erfolgreich erstellt. Also meine Stundenerfassungsumgebung wurde für mich erstellt. Ich muss hier nichts weiter machen. Und aus Sicht, also um das vielleicht einmal in Gänze zu verstehen, genau,
müssen wir vielleicht auch von der anderen Seite einmal hergehen, von Seiten des Makers, wie da die App aussieht. Also es gibt natürlich neben der administrativen Sicht auch noch eine Maker-Sicht, wo ich die Environments dann auch beauftragen kann oder beantragen kann. Vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund, falls Sie jetzt ganz neu sind mit der Power-Plattform oder aus welchem Grund auch immer Sie sich noch nicht mit diesen Umgebungen und Environments auseinandergesetzt haben. Diese Umgebungen und Environments sind ein tolles Tool, mit denen ich Informationen und verschiedene Apps unterteilen kann. Ja, also wenn ich eine App anlege in der Power-Plattform und einen Flow anlege in einer Power-Plattform, dann lebt er immer in einer Umgebung, in einem Environment. Und wenn ich Daten habe in Dataverse, dann sind diese Daten auch in einer Umgebung gespeichert. Und wenn ich eine weitere Umgebung anlege innerhalb meines Unternehmens, dann kann ich dort wiederum eine Dataverse-Datenbank machen und wiederum Apps und Flows erstellen, die dann in diesem Environment leben. Ja? Das kann ich für ganz unterschiedliche Zwecke nutzen. Allein dazu könnte man ein Webinar machen, aber kann ich zum Beispiel verwenden, wenn ich unterschiedliche Abteilungen habe, die Daten nicht gegenseitig sehen sollen. Oder wenn ich eine Lösung habe, die ich für mehrere Zwecke benötige, dann kann ich sie in verschiedene Umgebungen importieren und so weiter. Ja? Aber diese Umgebungen, die Kapazität ist begrenzt, kann ich mir zwar dazu kaufen, aber sie ist erstmal generell begrenzt und deswegen ist es einfach wichtig, da den Daumen drauf zu haben, wer wie viele Environments erstellt, zu welchem Zweck. Genau. Und deswegen dann, das ist der Hintergrund auch für diese App, mit der ich das eben so ein Stück weit verwalten kann und governen kann, was hier erstellt wird. Genau, ist auch aus Entwicklersicht relevant, um da eben keine Abhängigkeiten zu schaffen zwischen den Richtig. Lösungen. Richtig, richtig, richtig. Sehr cool, aber Entschuldigung, ich bin dir jetzt ein bisschen... Hab mal wieder einen kleinen Ausflug nach links oder rechts gemacht. Du wolltest eigentlich mal jetzt zu den Apps aus der Maker-Perspektive sprechen, glaube ich. Aus der Maker-Perspektive gesprochen, beginnend bei dem Environment Request, bei der Environment Request App, um einmal zu sehen, wie es eben aus der anderen Perspektive aussieht. Aha. Hier habe ich mein Environment Request, die App eben offen, kann hier neue Environments beauftragen, kann hier meine verschiedenen Konnektoren spezifizieren, die ich genutzt habe oder die ich nutzen möchte, gebe dann meine Owner ein und den oder die Owner, die ich für die Solution eben, für das Environment hätte. Und kann dann hier ähnlich einer Neuanlage, einer Umgebung im Admin Center den Namen eingeben, den Typ eingeben, die Region, kann spezifizieren, ab zu welcher Zeit nach welcher Zeit das Environment automatisch gelöscht werden soll. Kann übrigens verlängert werden. Ja. Zeit. Genau, also man bekommt eine Benachrichtigung, es wird nicht automatisch sofort gelöscht. Ja, es ist also vielleicht ganz wichtig für die ein oder andere. Ja. Ich kann festlegen, ob ich eine Dataverse-Datenbank hinzufügen möchte. Ich klicke jetzt einfach mal auf Ja. Das hier soll eine Testumgebung sein. Ich spezifiziere hier mal nicht genau für was. Ein Purpose-Test. Damit kommst du bestimmt durch. Bestimmt. Weil das wollte ich eigentlich hier zeigen. Ich kann hier auch die Sprache und die Currency und auch Security-Gruppen hier angeben. Also all das, was ich im Admin Center tatsächlich als Administrator oder als Umgebungsersteller auch angeben müsste, kann ich hier einmal beauftragen. Weswegen mir auch administrative Aufgaben abgenommen werden, weil hier eigentlich alles bereits spezifiziert ist. Als Administrator schauen wir das Ganze nochmal an und wenn das Ganze passt, klicke ich auf meinen Knopf im Admin View und sage erstellen und der jeweilige Nutzer kann das dann dementsprechend nutzen. Perfekt. Also das ist Entschuldigung, wenn ich dich nochmal kurz unterbreche, aber das ist jetzt wirklich aus meiner Perspektive ein perfektes Beispiel dafür, wie ich so einen Prozess, den ich habe rund um die Power Plattform, in dem Fall das Erstellen von Environments oder auch das Beantragen, Beurteilen und dann das Erstellen von Environments
automatisieren oder zumindest teilautomatisieren kann. Ja, und einfach den Prozess ganz klar definieren kann, der durchlaufen werden muss. Ja, es ist dann für die Maker klar, ist für mich als Admin klar, die Arbeit wird mir nach Möglichkeit abgenommen und ich kann es natürlich, wie gesagt, auf meine Organisation nochmal anpassen und zum Beispiel sagen, diese Möglichkeit auszuwählen, in welcher Region ein Environment erstellt wird, die gebe ich gar nicht, sondern das ist immer Deutschland oder das ist immer irgendeine Government Cloud zum Beispiel oder sowas. Das ist natürlich schon wirklich ein Paradebeispiel einfach dafür, für den Grundgedanken hinter dem Center of Excellence Data Kit, finde ich. Neben der Environment Request App gibt es auch noch ein Maker Command Center, also das Pendant zum Admin Command Center eben aus Maker-Perspektive. Wir hatten ja vorhin gesehen, ich kann Apps oder Bookmarks, die ich im Admin Command Center markiere, auch in das Maker Command Center platzieren, also das wären eben diese Bookmarks hier, die ich sehe. Mhm. Ich habe die Möglichkeit, auf Microsoft Learn-Unterlagen zuzugreifen und auch bestimmte Power Platform News, die ich auch im Admin View sehe, mir anzeigen zu lassen. Mhm. Gilt eben dann als zentrale Anlaufstelle für die Maker und nicht für den Administrator. Mhm. Daneben gibt es noch den App Catalog, wo ich als Unternehmen bestimmte Apps hervorheben kann, wo ich die Apps für die gesamte Organisation sichtbar machen kann. Mhm. Um dort Apps sichtbar zu machen, muss ich diese in Power Platform Admin View dafür antoggeln und sagen, hey, bitte sei im App-Katalog sichtbar. Mhm. Dann tauchen die hier eben auf und sind für meine Maker sichtbar. Klasse, schön. Ich habe da schon mal eine reingemacht, damit es nicht so leer ist. Sehr gut. Okay, so viel zu den Apps. Neben den Apps enthält die Komponente natürlich auch noch andere Komponenten. Also die Komponente enthält Komponenten, ja, stimmt schon. Beispielsweise die Flows. Die erstgenannte Kategorie an Flows, also das sind mehrere, es ist nicht nur ein Sync-Template, sondern für jede Art, also für Flows, für Apps und so weiter, jeweils einen Flow und auch einen übergreifenden Flow. Der synchronisiert mir oder die synchronisieren mir Objekte mit in meine COE Dataverse Tabellen. Mhm. Es gibt einen Capacity Alert Flow. Warte mal ganz kurz vielleicht dazu noch. Ja, was ist mit Objekt gemeint, Michael, zum Beispiel? Also Objekte eben, wie vorhin schon gesagt, die Flows, die Apps. Genau. Also nicht nur einzelne Objekte, sondern eben auch die, oder nicht primär Apps, sondern eben auch andere Objekte. Genau. Also damit habe ich dann wirklich in Dataverse alle Metadaten sozusagen zu meiner Power-Plattform verfügbar. Ja, das machen diese Sync-Templates, oder? Genau. Klasse. Aha. Dass ich das dann eben auf Tabellenebene oder in den Tabellen gespeichert habe. Super. Capacity Alert Flow. Wenn ich wenn mein Environment 80% der definierten Kapazität erreicht hat, bekomme ich eine Benachrichtigung, hey, dein Environment ist zu 80%, hat die Kapazitätsgrenze erreicht und kann dann eben dementsprechend handeln. Ah, das ist interessant, ja, weil sonst, das gibt es ja auch im Standard, aber tenant-wide, dass ich die Information bekomme. Und das heißt jetzt hier an der Stelle, wenn ich es richtig verstehe, kann ich für ein Environment eine definierte Soll-Endkapazität definieren. Ja? Genau, ab der ich dann eben benachrichtigt werde. Klasse, ja, das hilft mir einfach auch nochmal, weil wie gesagt, die Kapazität ist ja beschränkt. Also die Anzahl der Environments, aber auch die Größe der Environments an sich ist ja beschränkt in der Power-Plattform. Und wenn ich verhindern möchte, zum Beispiel, dass ich weitere Lizenzen dazu kaufen möchte, dann kann ich diese Capacity Alerts nutzen, um die Größe auch einzelner Environments zu überwachen, oder? Genau. Coole Sache. Mhm. Also einmal heruntergebrochen auf meine Environments. Mhm. Compliance Flows sind auch wieder mehrere, die unterstützen meine Maker dabei, ihre Apps compliant zu halten, beziehungsweise compliant zu machen, um eine gewisse Begründung für ihre Apps, für ihre Flows, beziehungsweise einen Start, wenn die gewisse
Anzahl an Starts, beziehungsweise wenn der letzte App-Start schon weit zurückliegt, wenn ein Publishen oder Republishen der App mal nötig ist, nach 90 Tagen, glaube ich, ist es immer, dann sagt mir dieser Compliance-Flow, hey, wäre immer wieder gut, wenn du diese Apps neu publishen würdest. Schauen wir uns dann übrigens auch nochmal im Detail an, weil das ein wichtiger Teil ist, auch dieser Governance-Komponente natürlich. Exakt, ja, auch wenn es mit den Core-Komponenten installiert wird. Und natürlich alle Flows sind wichtig, die zum Environment Request, also die Automatisierung dieser Umgebungserstellung und natürlich auch der Umgebungslöschung, die damit im Zusammenhang sind. Genau, neben den Flows gibt es dann noch eine sehr, sehr wichtige und große Komponente, nämlich das Power BI Dashboard. Allein das, da könnte man einen eigenen Workshop drüber halten. Zeige ich aber auch noch mal kurz im Detail. Also ich habe hier... Aber nicht im ganz tiefen Detail. Ja, nicht ganz tief Detail, so viel Zeit haben wir leider nicht. Haben wir keine Zeit mehr für Governance. Das würde sich bestimmt der eine oder andere wünschen, dass wir... Mehr zu Governance machen? Oder weniger zu Governance, aber egal. Das Power BI Dashboard hier, beziehungsweise hier der Report, den habe ich noch nicht geteilt, ist auch in ähnlich den Komponenten in Monitor, also meinen Core-Komponenten entsprechend, meiner Governance-Komponente und meiner Nurture-Komponente, die wir dann auch nochmal im Nachgang vorstellen werden, unterteilt. In der Monitor habe ich eben die Möglichkeit, meine Apps, meine Power Automate Flows, meine Chatbots, meine Environments, auch Teams-Environments, Custom-Konnektoren, einmal zu durchsuchen, wie viele gibt es davon, wer hat die erstellt, in welchen Environments leben die und kann da auch in die Apps oder in die Flows jeweils eintauchen. Mhm. Also ich zeige es jetzt hier beispielsweise mal für eine App. Wenn mich interessiert der DLP Editor, dazu interessieren mich nochmal die Details, kann hier dann in die App Details gehen und mir anzeigen lassen, wie oft wird die App genutzt, seit wann oder wann wurde die App das letzte Mal gepublished, wie oft wird die App genutzt oder wie oft ist sie geöffnet worden, gelauncht worden, welche Konnektoren werden in der App genutzt, wem gehört die Flow, die App. denjenigen kann ich dann auch benachrichtigen per Mail. Oh, und da war auch noch ein Button, kannst du nochmal zurückgehen zu den Permissions Add New Users? Genau, also ich kann neue Nutzer hinzufügen, ich kann den Access zu den Apps bzw. auch im Flow löschen, dass derjenige oder diejenige keinen Zugriff mehr dazu haben, kann Owner ändern, den Access doch. Ist es ein Owner? Nee. Nein, da geht es nur um den Zugriff auf die App. Schon, gell? In dem Fall. Das war dann die andere App. Einmal die Maker benachrichtigen per Mail. Ich kann das Maker-Portal hier launchen und ich kann natürlich auch, oder was heißt natürlich, ich kann hier auch Apps direkt aus dem Power BI Report Dashboard hier löschen. Traust dich ja doch nicht. Bitte? Traust dich ja doch nicht. Nee, die DLP Editor App, die lösche ich lieber nicht. Neben diesen Monitor-Aufgaben bzw. Übersichten habe ich natürlich auch Governance-Übersichten, also sowas wie App Risk Assessment. Da kann ich eben das Risiko zu meinen Apps einschätzen. Gleiches gilt, glaube ich, auch für einen Flow, auch für Desktop-Flows. Ein App-Archiv, also wie stufe ich die jeweiligen Apps ein hinsichtlich einer möglichen Archivierung. Hier beispielsweise in diesem Pop-up wird mir angezeigt, es hat die Archivierungsnummer von 2 ganz unten. Sprich, je höher diese Zahl ist, umso archivierbarer ist die App. Also umso weniger wird die App genutzt, umso, was sind da noch für... Upsi. Der Algorithmus ist ja hier hinterlegt, genau. Den kann man ja sehen, der dahinter steckt. Genau. Exakt, also hier diesen Archive-Score ist hier nochmal aufgeschlüsselt, wofür bekomme ich wie viele Punkte
und habe da eben nochmal die Übersicht, wie die Archivierung theoretisch oder welche Apps archivierungswürdig sind. Also hier zum Beispiel ganz witzig, ja, weil die App das Wort Template enthält, wird gesagt, diese App ist vielleicht so eine Demo-App oder Sample-App, die man Ja, dann löschen könnte. Ja, ist exakt. ja durchaus, ja, ich meine, viele Apps, wo man mal eben was ausprobiert, die heißen ja tatsächlich Test, ja. Das macht dann ja Sinn. Das ist generell einer der Grundgedanken des Center of Excellence Starter Kits, dass man solche Komponenten, die mit relativ großer Wahrscheinlichkeit eine sehr begrenzte Lebensdauer hat, nämlich solange man mal eben was ausprobiert, dass man die einfach nach einer gewissen Zeit wieder löscht, auch wenn es jetzt keine Auswirkungen auf Lizenzen hat oder sowas zum Beispiel, einfach damit der Tenant sauber ist sozusagen. Genau. Ja, und dieser Archivierungscore kann ich auch wieder anpassen natürlich, ja, wie der Score dann oder wie der Algorithmus hinter dem Score, aber der hilft mir dann, die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, dass diese App gelöscht werden kann, ja. Genau, also es gibt noch weitere Governance-Komponenten, aber es gibt natürlich auch verschiedene Die, Nurture-Komponenten. Entschuldigung, Michael, ganz kurz nochmal, möchtest du nochmal was zu dem License Assessment sagen vielleicht, Sehr weil das gerne. glaube ich auch nochmal vielleicht ganz interessant ist für die eine oder andere Zuhörerin. Ich habe hier die Möglichkeit, zwischen Standard- und Premium-Apps zu filtern. Kann beispielsweise meine Premium-Apps mir anzeigen lassen und kann dann sagen, oh, diese App hier, die soll aber für ein größeres Publikum zugänglich sein, sprich, soll nur Standard-Konnektoren nutzen. Kann ich hier eben rausfiltern, kann herausfinden, ist es eben eine Premium-App? Und kann mir dadurch auch die genutzten Komponenten, die genutzten Konnektoren genau mir anzeigen lassen. Also indem ich auch hier nochmal durchdrille, wäre eigentlich, ach, das ist wahrscheinlich Du hattest schon. schon den Filter Ah, gesetzt. okay. Dann habe ich eben hier die Möglichkeit, die Lizenzen eben zu durchsuchen. Cool. Beziehungsweise die benötigten Lizenzen dazu. In der Nurture-Komponente habe ich die Möglichkeit, meine Maker einmal zu, die Details zu den Makern und was ich ganz spannend finde, hier die App-Gurus. Also wer hat welche Konnektoren in welchen Apps am häufigsten verwendet, kann dann diejenigen auch anschreiben, hey, du bist ja super in Microsoft Dataverse mit dem Connector unterwegs. Möchtest du dazu nicht mal intern beispielsweise eine Schulung halten? Oder du hast schon 30 fehlgeschlagene Versuche zu machen, endlich eine App mit Dataverse zu bauen. Genau. Also da habe ich eben nochmal ja, tiefere Einblicke in meine Apps und die Konnektoren dazu. Ist eine coole Sache. Also es basiert natürlich auf Dataverse und auf den Daten in Dataverse, die ja durch diese verschiedenen Synchronisationsflows rein synchronisiert werden. Und das heißt eigentlich letztendlich, ja, es ist ein vordefinierter Report natürlich, aber im Umkehrschluss oder wenn ich es ein bisschen weiter denke, habe ich dann mein Datenmodell mit Daten rund um meine Power-Plattform-Nutzung im Unternehmen mit den verschiedenen Objekten, wie du sie vorhin genannt hattest, die unterwegs sind, ja. Aber ich sehe zum Beispiel auch, wie häufig wurde die App gelauncht, wann wurde sie zuletzt publiziert, welche Konnektoren nutzt sie, etc. Ja, so habe dieses relationale Datenmodell rund um die Power-Plattform-Nutzung in meinem Unternehmen und kann das natürlich auch wunderbar nutzen, um mir meine eigenen Reports zu erstellen, meine eigenen Power BI-Reports zu erstellen, basierend auf diesen Daten, wenn die Reports oder die Berichte in dem Dashboard oder der Bericht nicht ausreichend ist oder nicht ganz meinen Anforderungen entspricht. Dann habe ich auf jeden Fall die Datenbasis, das Datenmodell da, um mir meinen eigenen Report zu bauen. Ja, also ich finde es, wie gesagt, einfach faszinierend und klasse, wie das ist. Ja, so eine Power Platform Meta-Lösung, mit der ich das alles verwalten kann. Und das ist ein prima Beispiel dafür, finde ich. Also vielen Dank, Michael.